viele Rapper da draußen, die jetzt halt irgendwie eine gewisse Art Hype haben oder irgendwie auf dem aufsteigenden Ast sind, so, werden im Untergrund ganz einfach zum Frühstück gegessen. Yo, Deutschrap. Vor ein paar Wochen war 58 Music auf großer einer der wenigen Tour quer durch Deutschland unterwegs. Auf dem Tourstopp in Berlin habe ich natürlich abstrakt DJ Eule und CR7Z besucht, um mir erstens das Konzert reinzuziehen und zweitens, um mich mit Chris über seine letzte EP Seraphim zu unterhalten. CR7Z war lange Zeit ein Geheimtipp in Sachen Deutschrap, bis das Label von DJ Eule auf ihn aufmerksam wurde und direkt signte. Kurz darauf hörte auch Kool Savas von dem gebürtigen Berliner und nahm ihn bei seiner Bookingfirma unter Vertrag. Beide Verträge unterschrieb der 7Z dann in einer schwierigen Lebensphase, was ihm wiederum Kraft gab, weiterhin durchzuhalten und Gas zu geben. Heute steht er fest im Leben und hat in letzter Zeit ordentlich abgeliefert. 2015 erschien nicht nur sein zweites Soloalbum 7 Weltmeere, sondern auch ein Kollaboalbum mit Labelkollegen Abstrakt. Erst vor knapp zwei Wochen verkündeten 58 Music und Abs, dass sie künftig nicht mehr zusammenarbeiten würden. Dank seiner speziellen Sinneswahrnehmung, Tourgeschichten und seiner Spiritualität gibt es einiges zu besprechen. Ich bin Zino von Backspin und ich treffe mich jetzt mit CR7Z. Letzte Tourwoche von einer der wenigen Tour. Was bis jetzt so passiert? Unglaublich viel. Also es war eine Berg- und Talfahrt, sowohl von den Besuchern. Also wir hatten zum Beispiel in Luzern 400 Besucher, dann in Köln über 350 Besucher, was auf jeden Fall eine Steigerung zum letzten Jahr darstellt. Dann hatten wir auch ein bisschen schwächere Location, wo dann halt zum Beispiel 150, 160, 200 Leute ungefähr da waren. Und jetzt heute Abend in Berlin streben wir auch die 400 bis 450 Besucher an. Und genauso ging es uns auch persönlich. Wie ihr hört zum Beispiel, meine Stimme ist ein bisschen gefickt. Liegt aber nicht dran, dass ich mich jetzt überstrapaziert habe, sondern einfach, weil uns die Grippe und die Bronchitis erwischt hat, weil man jeden Abend halt hunderten Leuten die Hand gibt, Fotos macht, Autogramme und so weiter. Dann das Winterwetter, dann dieses ganze Reisen. Wir legen ja insgesamt über 10.000 Kilometer legen wir auf der Tour zurück. Die Erde hat ja nur einen Umfang von 40.000 Kilometern, also fahren wir ein Viertel der Erde ab quasi auf der einige der wenigen Tour. Genau, und das schlaucht halt ein bisschen. Jetzt noch die letzten 6 Dates und dann ist Weihnachten und alles ist gut. Und Fazit kann man sagen, die Tour ist eine absolute Bombe. Jeder Abend wurde abgerissen. Die Leute sind mit einem Lächeln nach Hause gegangen. So soll es sein. Ist auch die größte Tour, die ihr bis jetzt gespielt habt, ne? Auf jeden Fall. Die 7-Weltmeere-Tour war 12 Termine, glaube ich, oder 13. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und das ist jetzt 23 Termine. Genau, also es war schon also unter einem Monat 23 Termine. Mit irgendwie, ich glaube, 4 Off-Days oder 5 Off-Days, wenn es hochkommt, ist auf jeden Fall, der Diamant wird geschliffen bei mir von meinem Booking-Manager. Ich werde geknechtet so, ich werde vorbereitet auf die Dinge, die da kommen. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, das war bei deiner letzten Solo-Tour und da hattest du einen Hoodie an, den dir ein Fan geschenkt hat und hast es halt auch stolz auf der Bühne gesagt. So. Genau. Außerdem sagst du auf deinen Songs, dass deine Fans gar nicht unbedingt aus der Hip-Hop-Richtung kommen. Kann man so den CR7Z-Fan den durchschnittlichen beschreiben? Nee, also letzten Endes kommen natürlich 80% oder 90% meiner Fans schon aus der Rap-Hip-Hop-Richtung. Also das muss man schon sagen, dass man halt dafür eine Affinität haben muss für Sprechgesang. Aber es sind halt auch immer wieder Leute dabei, die jetzt aus dem Metal-Bereich kommen. Ich habe das auch schon öfters gesagt, eben auch aus dem Elektro-Rock und oder irgendwie, keine Ahnung, Leute, die sich gar nicht so für Musik interessieren, sondern mehr so für Lyrik, die hören sich das dann tatsächlich gerne an. Also das und es werden auch immer mehr. Also oder auch was ich so besonders finde, ist halt immer, wenn zum Beispiel eine Mutter mit ihrem Kind kommt. Sowas, also das ist zum Beispiel was Besonderes oder auch eine Mutter sagt, das Kind ist noch zu jung, um zum Auftritt von dir zu kommen, weil es erst 7, 8 Jahre alt ist, aber liebt eben deine Musik. So junge Fans hast du dann auch teilweise? Anscheinend schon, also wenn man diesen Müttern glauben kann, genau, oder auch Pärchen, ältere Pärchen, also ein Ehepaar meinetwegen so um die 50 rum, kommt dann zu mir. Das sind halt dann immer solche Sachen, wo man halt sieht, dass das dann doch noch ein bisschen über diesen typischen Hip-Hop-Tellerrand hinausgeht, sodass das halt einfach noch ganz anderen Leuten was gibt. Dazu passt ja auch, dass du auf einem Song mal gesagt hast, du würdest gerne Freunde von dir featuren, die sich noch nie für Hip-Hop interessiert haben. Genau, richtig. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt ausgedrückt. So, aber klar, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis ein paar Leute, wo ich mir vorstellen könnte, dass die auch mal irgendwie was bitten. Aber bis man die dahin getrimmt hat, würde das ewig dauern. Deswegen ist das nicht ganz so ernst zu nehmen. Aber ich habe viele Leute auch getroffen, die mit Sicherheit mehr zu sagen haben, als so mancher Rapper, der das Mic hat. Ja. Du hast ja auch Synästhesie. Was genau ist es und wie wirkt sich das bei dir aus? Die Sache ist einfach die, wenn ich Musik höre, sehe ich gleichzeitig dazu Farben vor meinem inneren Auge. Ich kann es wieder nur an den Beispielen erklären, ein Klavier hat für mich die Farbe blau und um sich das so vorzustellen, wie die Farben sich dann ändern, beziehungsweise dieser Farbwert,
wenn du jetzt diese, wie sagt man, Klaviatur, heißt das doch, oder das Ganze, vor dir hast, die hohen Töne und die tiefen Töne, das ist halt dann schwarz, der tiefe Ton, und der hohe Ton ist weiß. Und wenn es jetzt vom Schwarzen du weiter runterspielst, sorry, ich kenne mich damit nicht so aus, weiter runterspielst, dann wird das halt dunkelblau und immer heller, bis es dann letzten Endes ins Hellblau geht und dann wieder ins Weiß. Und wenn jetzt zum Klavier beispielsweise noch irgendwie eine Gitarre dazukommt, die jetzt orange ist, in meiner Welt eben, dann vermischen sich diese Farben auch und dann kommt dann halt irgendwie so grün oder was weiß ich oder purpur bei anderen Farben halt dann mit raus. Und das spielt sich dann in mir vom Mustern ab. Teilweise ergeben sich aus diesen Mustern dann auch Bilder. Man kann so sagen, ich sehe auch teilweise wie eine Art Video zu dem Track dazu. Also, manche Tracks erinnern mich an Schneefall oder an Winter, manche Tracks erinnern mich eben an Flughafen bei Nacht, irgendwie sowas, manche Tracks erinnern mich an den Wald im Nebel und so weiter. Also ich assoziiere damit auch tatsächlich dann auch Bilder. Also ich habe das jetzt ja seit meiner Geburt und das ist halt ein großes Spektrum, was sich da in mir abspielt. Genau, ist aber halt schwer zu erklären. Ich kann immer nur sagen, googelt das, wenn ihr euch dafür interessiert, dann kann man da mehr drüber lernen, als ich jetzt hier erzählen kann, weil es ein bisschen durchgeknallt immer klingt. Wenn du dann schon Bilder vor dir siehst, beeinflusst dich das dann auch bei Videodrehs und sowas? Nee, aber beeinflussen tut es mich nicht, aber ich habe teilweise so Ideen, in welchem Farbton das Video sein kann, was ich dann letzten Endes zum Beispiel bei dem, der das Video macht, dann sage, dass es cool wäre, wenn du den Filter danach drauf haust, dass es mehr so ins Rötliche geht, wie man zum Beispiel jetzt auch auf der Seraphim-EP bei dem Icarus Down Videoschnipsel da gesehen hat, da wollte ich, dass das mehr rötlich ist, weil der Track sehr aggressiv ist, der Beat für mich auch rot klingt, dieser Synthi, der da mit dabei ist, und haben wir ja dann auch ganz gut hinbekommen, wo wir das vor der Phänomenta gedreht haben, waren ja eh schon rote Lichter und irgendwie nochmal so ein ockerfarbener oder roter Filter drüber und so, und dann war ich damit recht safe. Aber klappt leider nicht immer, weil einfach, es funktioniert halt einfach nicht, wenn du an irgendwelchen Örtlichkeiten bist, dann ist das, du triffst es nie so, wie es eigentlich sich in mir abspielt. So. An welchem Punkt in deinem Leben hast du das erste Mal gemerkt? Weil wenn du das von Geburt an hast, dann gehst du ja erstmal davon aus, dass das normal ist. Kann ich dir genau beantworten. Ich habe das erste Mal in der vierten Klasse im Musikunterricht quasi gecheckt, weil wir so ein Musikbuch bekommen haben und da stand dann drin, was es noch so für Phänomene gibt in der Musikwahrnehmung. Und da stand das eben drin, Synästhesie, dass Leute eben auch Farben in Tönen, Klängen, Melodien, Liedern und so weiter wahrnehmen. Und bei mir war das eben tatsächlich dann so dieser Aha-Moment, dass ich dann, glaube ich, in der Pause oder irgendwann an demselben Tag noch mit Freunden von mir geredet habe und gefragt habe, ob die das auch so sehen, und die wussten gar nicht, wovon ich rede. So, und dann habe ich meine Familie gefragt, die wussten auch nicht, wovon ich rede. Und dann hat sich das eben langsam so ergeben, halt, dass ich geschnallt habe, dass das irgendwie, dass ich das habe und andere Leute eben nicht. Und stand auch in dem Buch drin, dass das nicht besonders weit verbreitet ist. Bei dir beeinflusst sich das ja dann wahrscheinlich auch in die Textrichtung. Ja. Du meinst wahrscheinlich mit dem, was ich auf den Songs sage, wenn jetzt zum Beispiel der Beat blau, dunkelblau und so weiter für mich ist. Genau, da kann es schon sein, dass wenn ich zum Beispiel, das ist jetzt ganz überspitzt ausgedrückt, also jetzt nicht das auf die Goldwaage legen, aber ich würde zum Beispiel, wenn es ein Beat ist, der für mich mehr nach Wasser klingt und nach was Kühlem, so kühles Wasser meinetwegen, würde ich jetzt niemals irgendwie was schreiben über Feuer oder irgendwie was Grobes, Hartes und so weiter, weil ich gleiche mich dann dem Beat inhaltlich oder beziehungsweise den Samples oder der Melodie, es geht ja da um Töne, Drums haben keine Farbe, gleiche ich mich dann inhaltlich an oder versuche es zumindest. Es klappt aber auch nicht immer, weil ich möchte ja auch was sagen und ich kann dann nicht immer über kühles Wasser rappen, sondern ich möchte natürlich auch Inhalt vermitteln. Aber ja, tatsächlich, ich selber kriege das schon mit, dass für mich manche Sätze sich beißen, also dass dann zum Beispiel ein roter Satz dabei ist auf einem blauen Beat und den streiche ich dann auch, der ist mir dann zu aggressiv auf diesem weichen Beat sozusagen. Und andere Rapper haben eben gar kein so ein Gespür dafür, dass das jetzt vielleicht nicht so zusammenpasst. Wiederum ist es aber auch nicht schlimm, weil die Hörer das ja auch nicht haben. Deswegen ist ja die Synästhesie nicht so weit verbreitet. Also das spielt sich wirklich nur in mir ab. Und ich glaube, nur andere Leute, die auch Synästhesie haben, können das dann so wahrnehmen. So. Hast du dich schon mal mit einem Fan unterhalten, der zufällig auch Synästhesie hat? Und wie er dann deine Songs wahrnimmt? Ich glaube, auf Auftritten haben auch schon Fans zu mir gesagt, dass sie das auch haben. Ja. Aber ich habe auch mal mit Musikerkollegen geredet, also 2-3 Leute habe ich schon getroffen, die das wohl auch haben, in abgeschwächterer Form und auch in stärkerer Form. Mhm. Zum Beispiel Montez gehört damit dazu, dann Green auch, genau, und bei dem einen ist das wohl stärker ausgeprägt, beim anderen weniger. Bei mir ist halt wirklich sehr extrem ausgeprägt. So. Ich finde das auch wunderbar, also dass es bei mir so ist, genau.
Wasser war gerade ein ganz gutes Stichwort. Mhm. Was hatte Sieben Weltmeere für dich für eine Farbe? Das kann ich so nicht sagen, weil das Album selbst besteht ja aus mehreren Tracks. Ja. Also hat das Album keine bestimmte Farbe, weil jeder Track ja wiederum eine eigene Farbe hat. Wenn du es aber jetzt auf den Titel und das Cover beziehst, ist es natürlich blau. Mhm. So, ne? Sieht man ja auch an dem Cover so. Aber nee, das hat keine bestimmte Farbe, weil jeder Song eine eigene Farbe hat. Im Sog ist zum Beispiel rot, komischerweise. Wegen diesem treibenden Beat dachte ich halt an so einen Strudel. Da sieht man wieder, dass ich auch Bilder damit assoziiere, dann eben auch der Titel deswegen. Am Ende wird alles gut, ist zum Beispiel blau. So ein wunderschönes Hellblau ist der, so ein hoffnungsgebendes Blau, sag ich. Verändert sich das auch manchmal? So mit der Zeit, wenn sich deine Sichtweise vielleicht auf bestimmte Dinge ändert, dass dann ein Song, der ursprünglich blau war für dich, dann auf einmal die Farbe wechselt? Ja, da sind wir wieder bei diesem Videothema. Wenn jetzt die Örtlichkeiten eben einfach nicht diese Farbskala hergeben, die ich mir dafür vorstelle, assoziiere ich dann einfach, weil es menschlich ist vermutlich, weil das Gehirn dann so funktioniert, dann wirklich auch diesen Track mit der und der Farbe. Zum Beispiel bei diesem Spiegelseele auf der Seraphim-EP, das ist ja dieses Split-Video Spiegelseele und Icarus Down. Das Spiegelseele ist eigentlich ursprünglich gelb für mich. Also ich spüre da gelb-weiß bei diesem Beat, so eine Mischung aus gelb und weiß, was sich immer abwechselt. Und das Video aber selbst ist sehr gräulich-weiß gehalten so. Einfach weil das Wetter gerade so war. Mhm. Es war so ein bisschen trüber Himmel. Und auch von dem Grading danach, Color Grading, war das dann so ein bisschen so gehalten. Muss man sich einfach mal angucken. Und jetzt tatsächlich, wenn ich an Spiegelseele denke, verdrängt das dieses Gelb. Und ich sehe jetzt diesen Track auch so mehr als weiß und wie das Video ist. Also dieses Visuelle beeinflusst das dann im Nachhinein schon, ja. Wie siehst du so diese neuen Hip-Hop-Trends, die wir gerade in Deutschland haben? Du hast einen sehr eigenen Sound. Wie nimmst du so eine neuen Trends in der deutschen Hip-Hop-Szene wahr? Im Prinzip kenne ich ja Trap schon seit langer, langer Zeit aus anderen Ländern und jetzt gibt's, ist das halt sehr verbreitet in Deutschland so. Also ich erlebe das momentan wie so eine Art Trend, der halt jetzt wieder aufgekommen ist. So dieser Crow-Effekt quasi, so nenne ich das jetzt einfach mal, ihr wisst ja, was ich meine. Aber so. Das ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Sache, das so zu benennen, so als Crow-Effekt. Ja, ich meine, man merkt ja, dass die aus dem Boden sprießen, noch und nöcher, jeder macht jetzt Trap, auch Newcomer, also hier Rapper XY mit 50 Aufrufen auf YouTube, versucht sich jetzt auf Trap und so, also deswegen dieser Trend, die Welle geht jetzt dahin in Deutschland, mal gucken, ob die Welle schnell wieder abebbt oder ob sie sich einfach integriert in das weite Spektrum, was ja Deutschrap allgemein hat. So realisiere ich das einfach. Jetzt ist halt Trap in Deutschland auch angekommen und wird jetzt von anderen Rappern auch probiert, auch von Rappern, die früher noch auf Boom Bap gerappt haben, rappen jetzt auf Trap, weil sie halt merken, da geht finanziell vielleicht ein bisschen mehr, weil das halt einfach sich momentan verkauft. Ne? Ja. Wenn man den Japanische Garten-Song hört, das ist der letzte, der von dir und Abstrakt rausgekommen ist, dann hört man, dass ihr nicht so zufrieden seid mit der Szene im Allgemeinen. Ihr sagt auch, dass Deutschrap an Originalität fehlt und dass Konzerte eher Krachgeräuschkulisse sind. Und vor allen Dingen, dass Rapper nur Erfolg wegen ihren Produzenten haben. Siehst du das so? Ich finde, es ist sehr überspitzt oder krass ausgedrückt von dir. Also so, dass es nur und deswegen und so ist. Man sollte das jetzt nicht so auf die Goldwaage legen. Es ist auch so, dass sowas geschieht. Natürlich gibt es noch andere Leute, die es ganz anders anpacken und bei denen das nicht so ist. Bloß, wir sprechen halt dieses Klientel an Leuten an, die eben zum Beispiel, was weiß ich, 20 Leute auf der Bühne haben. Es ist halt einfach, ich war auch bei Auftritten von Leuten, wo ich halt dann gesehen habe, die Leute freuen sich drauf, dass ihren Rapper, den sie halt anhimmeln und so auf der Bühne zu sehen. Nur leider stehen dann um diesen Rapper noch dann irgendwie 15 Leute rum. 10 Leute davon haben null was mit diesem Auftritt zu tun, sondern sind halt irgendwie nur Beiwerk oder Statisten oder wollen sich halt auch zeigen. So. Und das ist halt auch nicht verkehrt. So, ich kenne das vom Wu-Tang damals noch, aber da hat halt irgendwie auch jeder ein bisschen was damit zu tun gehabt. Hier ist es so mehr Schein als Sein. So, und halt 5 Leute backen dann einen MC. Und für mich ist das dann halt einfach Krach-Geräuschkulisse. So. Das habe ich ja auch geschrieben. So. Und ich finde das halt einfach schrecklich, weil mir wird zum Beispiel gesagt, bei meinen Live-Auftritten hört sich so an wie auf CD, wenn nicht sogar noch mal ein bisschen krasser, also energiegeladen. Und ich mache ja die Show alleine, also ohne Netz, Königsdisziplin quasi. Und bei anderen Leuten, da ist halt ein einziges Rumgebrülle, weil jeder irgendwie mal da mitmachen will. Und ich verstehe halt einfach nicht, warum Fans sowas gut finden oder gutheißen. So. Oder auch, warum Rapper das selber machen. Also so, warum sie nicht selber an sich feilen und dann halt einfach meinetwegen einen Backup-MC haben oder zwei oder keine Ahnung, das reicht ja auch. Aber dieses ewige so,
ja, diese Massen so auf der Bühne, so, das ist persönlich mein Geschmack, mir gefällt das nicht und ich kann auch nicht nachvollziehen, warum Leute dann dafür Geld ausgeben, weil es einfach zu überladen ist auf der Bühne. Du hast gerade schon gesagt, alleine auf der Bühne live ist die Königsdisziplin. Mhm. Was muss ein kompletter MC für dich mitbringen? Das ist recht schnell eigentlich erklärt, also was jetzt Tracks machen betrifft, ist im Endeffekt, dass man Inhalt hat, also dass man was vermittelt, dass man was zu sagen hat. Ich finde, wenn man nichts zu sagen hat, sollte man eigentlich auch die Klappe halten, also so, weil dann bringt das nur Unheil, also so, dann ist das, oder es wird monoton. Mhm. Also viele Leute wiederholen auch immer wieder denselben Schmarrn, so weißt du, denselben Mist meine ich. Ich wohne ja in Bayern, deswegen sage ich Schmarrn. Nee, halt Inhalt ist wichtig und Technik ist für mich halt auch wichtig. Und ja, im Bestfall kann man Inhalt mit Technik verbinden. Also, dass du krass flexen kannst beispielsweise und trotzdem aber was sagst und im Fluss bist und so weiter. Mhm. Viele Leute haben halt eine geile Technik so, was auch geil ist, so was Leute feiern, das lutscht sich sehr schnell dann aus, wenn du es halt kennst. Viele Leute haben halt einen geilen Inhalt, da hapert es dann aber halt ein bisschen so an der Performance, also so. Es ist halt sehr einfach gestrickt, aber es gibt auch in beiden Bereichen Leute, die das perfektioniert haben und für meine Welt natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber für mich die absolute Königsdisziplin ist wirklich Inhalt und Technik zusammenzuführen. Mhm. So wie beispielsweise Eminem das damals gemacht hat. Also irgendeine Story zu erzählen, ja, aber trotzdem immer einen Kettenreim oder so am Start zu haben. Das ist alles nur mein persönliches Empfinden, es ist aber keine Maxime, wie jetzt Rap funktionieren soll. Ja. Wenn einer nur auf Flexen abfährt und immer nur dasselbe zu erzählen, soll er machen, so weißt du, so ist nicht mein Business, ich mach das nicht. Lass uns ein bisschen über deine EP reden. Hm? Ich habe gegoogelt, weil ich kannte Seraphim, konnte ich erstmal nichts mit anfangen. Seraph bedeutet sowohl Engel als auch Schlange. Erstmal, wie bist du auf diesen Titel gekommen und welche Bedeutung steht da für dich im Fokus? Im Prinzip steht da gar nicht so viel dahinter. Also das war genauso wie damals bei der Hydra-EP. Die Leute fragen sich immer, warum ich immer so mythologische Symboliken verwende. Das war einfach, weil ich 6 Tracks für die EP hatte. Und ich wusste halt, dass die Seraph halt, oder beziehungsweise Seraphim in der Mehrzahl, 6 Flügel haben. Mhm. So 6-flügelige Engelswesen. Und da dachte ich mir, das passt halt schön. Das kann man auch gut als Cover dann darstellen. Mhm. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis dahinter. Also es sind 6 Tracks. Also jeder Track ein Flügel. Steht für einen Flügel, genau. Ja. Und die haben auch ein Gesicht in der Mitte. Und das steht halt dann so, dann ist halt wieder so diese 7 mit drin. Von CR7Z. Mhm. Ich spiele ja öfters mal mit der Zahl 7. So, genau. Das habe ich aber offen gelassen, diese 7 diesmal. Ja. Du hast da schon mal hin und wieder drüber geredet. Was genau bedeutet diese 7 aber für dich? Das auszuführen dauert einfach zu lange. So. Ja. 4 ist eine irdische Zahl, 3 ist die himmlische Zahl und das zusammengeführt ist halt 3+4 die 7. Quasi, ich verbinde das Irdische mit dem Himmlischen. Mhm. So, das ist die geistige Welt mit dem, was hier eben passiert. Deswegen, ich schreibe ja aus meinen Gedanken über das, was hier auf der Erde passiert und aus meinen Emotionen. Was halt von außen auf mich einflößt, kommt halt dann wieder raus. So, genau, so kann ich das beschreiben. Daher die 7 und diese göttliche Zahl ist das halt. Ne? Du beginnst die EP mit "Sie kommen, wir müssen weiter". Mhm. Das habe ich nicht ganz verstanden. Was meinst du damit? Das kann man doppeldeutig auslegen, weil es geht ja da um Krieg oder eventuell bevorstehenden Krieg. Und man hört ja auch so eine Art Stampfen am Anfang von dem Intro. Das kann man ja wie Armeen stampfen an und so weiter interpretieren. Aber man kann es auch so interpretieren, weil ich ja auch über die Seraphim eben dann in der Hook rappe, dass es halt diese Engel sind, die kommen und eben dieses so über die grünen Felder und Gefängnisstädte, wie ich es genannt habe, fliegen und halt dieses reinigende Feuer darüber bringen. Es ist so eine zweischneidige Aussage. Mhm. Weil reinigendes Feuer hat ja auch irgendwas von Krieg in sich, ne? Wie Atomkrieg zum Beispiel, halt einfach Reboot sozusagen von der Erde. Ich sage ja auch oft, dass die Erde nicht verglüht in einem nächsten Krieg. Mhm. Oder eben auch dieses göttliche Feuer, wobei wir dann wieder bei der 7 sind, also was ich vorhin erzählt habe, dass das über die Erde kommt und das göttliche Feuer die Herzen der Leute erreicht und es zu keinem Krieg kommt, sondern einfach die Erde von sich aus erwacht und die Leute erkennen, dass es halt die falsche Lösung ist, sich selber zu zerstören, sondern ein Miteinander anzustreben. Jeder Mensch. Bist du gläubig? Weil ich würde dich erstmal als spirituell irgendwie einordnen. Ist eine schwierige Frage. Also ich bin auf jeden Fall spirituell, weil ich mich halt sehr mit diesen Dingen beschäftige, die damit zu tun haben. Ich habe auch alle möglichen Dinge gelesen. Von Bibel bis Koran war alles mit dabei, von Bhagavad Gita und so weiter und so fort. Aber ich nehme mir halt wirklich aus jedem nur das raus, was mich irgendwie anspricht und wo ich einen Zugang dazu habe. Mhm. Und andere Dinge verwirren mich oder begreife ich bis jetzt noch nicht so ganz. Und davon lasse ich erstmal die Finger.
Ja, und göttlich beziehungsweise Glauben ist bei mir so, ich hatte ja so starke Probleme mit Alkohol und in der Zeit, wo ich halt wirklich am Boden war, wurde ich gesigned beim Label, also da war ich richtig weit unten, wurde ich gesigned beim Label, da wurde dann Eule auf mich aufmerksam, 58 Music. Dann hat sich das eben ergeben mit Savage, dass er mich in die Booking-Agentur genommen hat und dann eben auch mit Xavier, was ein Lebenstraum von mir war, mal mit ihm einen Track zu machen. So all diese schönen Dinge haben sich in einer kurzen Zeit ergeben, weswegen ich dann irgendwie so eine Art Gottvertrauen wieder entwickelt habe, weil ich dachte wirklich, es geht nicht mehr weiter. Und ich war, wie gesagt, halt auch kurz davor, Schluss zu machen. So. Und genau an dieser Stelle hat sich eben dieses ganze Gute ergeben. Deswegen dachte ich mir, einfach weil ich weitergemacht habe, die Zähne zusammengebissen habe, deswegen ist das auch so ein bisschen immer die Message so, egal wie schlimm es aussieht, so am Ende der Nacht kommt, folgt wieder der Tag, kommt wieder die Sonne und so weiter. Einfach weitermachen, weiterkämpfen, durch diese ganzen Höllenqualen gehen. Ich glaube, Winston Churchill hat auch mal gesagt so, if you are going through hell, keep going. So. Du hast gerade auch schon mal Krieg angesprochen. Glaubst du, dass die Welt gerade vor einem dritten Weltkrieg steht? Also man bekommt ja mit, dass links und rechts jetzt wieder gegeneinander aufgehetzt werden. So. Das ist ja schon mal in der Geschichte passiert. Auch diese rechte Welle, die jetzt gerade wieder in Deutschland ist. Viele Leute tendieren zu rechtsradikalen, also kriegen rechtsradikale Tendenzen wegen den Flüchtlingen, die jetzt kommen. Oder eben auch die Linken radikalisieren sich krass. Und ja, es wird halt wieder gegeneinander, gespielt, gehetzt. Ja, das sind halt alles diese Vorboten, was wir ja schon mal erlebt haben in der Geschichte. Und man sagt ja auch, Geschichte wiederholt sich. Und so wie es derzeit steht, sieht es halt irgendwie, also für mein persönliches Empfinden, stark danach aus, dass wieder, dass es bald wieder losgeht. Wir haben ja auch die längste Friedensperiode bisher gehabt, seitdem es Kriege gibt, genau. Also zumindest hier in Deutschland jetzt. Was kann man dagegen machen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin, wie gesagt, da nicht so interessiert in der Politik. Deswegen möchte ich dazu jetzt nicht unbedingt irgendwie was sagen. Okay. Ich sage immer so, das Beste ist halt vor der eigenen Haustür kehren, gucken, dass man mit seinem eigenen Umfeld klarkommt, mit seiner Familie, mit seinen Freunden. Und wenn die Zeit und die Möglichkeiten da sind, natürlich auch fremden Leuten helfen, denen es nicht so gut geht. Und halt möglichst halt viele Leute zum Aufwachen bringen halt und so und sagen, dass ein Gegeneinander nicht die Lösung ist. Man sieht ja auch, allein schon unabhängig jetzt von Ländern, die gegeneinander kämpfen oder weißt du, Militär, siehst du ja auch schon in der Gesellschaft irgendwie, dass einfach wegen den kleinsten Kleinigkeiten gibt es schon Konflikte. So, da sollte man vielleicht mal anfangen. Ich finde immer, das Große spiegelt sich auch im Kleinen. Deswegen immer vor der eigenen Haustür erstmal kehren. Ich glaube, das als normal sterblicher Bürger, ohne dass man jetzt in irgendwelchen Top-Positionen ist, ist das eigentlich auch das Einzige, was man machen kann. In deiner Musik geht es auch häufig um Verschwörungsideologien. Auf sieben Weltmeere sagst du, dass du die bösen Geister in der Musik fangen willst oder fangen wirst. Was meinst du damit? Hängt es da sind wir ja wieder zusammen? Bei diesem Spaltenden, was ich gerade eben bei der letzten Frage gesagt habe, dass halt einfach so viele Leute Aggressivität, Gewalt und solche Dinge halt predigen in ihren Texten. Und die Sache ist halt die, es wirkt halt irgendwie auf cool und es gibt halt trotzdem Leute, unabhängig davon von den Eltern. Die Eltern sind mittlerweile, weil man sagt immer, das ist so eine Erziehungssache. Aber glaub mal, die Eltern sind, diese neue Generation, da sind die Eltern mittlerweile auch zu faul, ihre Kinder zu erziehen. Niemals alle Eltern, wirklich, ich will nicht über alle Eltern reden, aber viele Eltern sind einfach auch schon lazy geworden so. Und die Kinder adaptieren das, denken sich so, oh, ich habe eh keine Perspektive, die Perspektivlosigkeit nimmt auch immer mehr zu. Hier, du weißt ja, nach Schulabschluss und so weiter dauert es ja auch erstmal irgendwie, bis du was hast. Und dann hast du auch nicht das, was du eigentlich willst oder wo du eigentlich hin wolltest. Genau, und dann denkst du dir halt, naja gut, dann fange ich halt das Verchecken an und so und hörst halt dann auch noch diese Musik. Dann kommst du in Knassen, das weißt du so, also im schlimmsten Fall. Oder irgendwelche Leute stechen sich ab oder es gibt Fäden. Das halt all dieser Streit. Früher war ja Hip-Hop auch mehr so Community. Ich komme ja noch aus dieser 90er-Ära, dieser Golden Era, wie man ja sagt, wo halt einfach mehr Community war, also wo man noch ein bisschen mehr Zusammenhalt gezeigt hat. Da gab es zwar auch diese Camps, aber das wurde dann halt eher auf lyrischer Ebene ausgetragen. Ja, und heutzutage ist es ja so, dass sich ja Leute teilweise abknallen wollen oder eben abstechen wollen und dann irgendwie die Freunde von dem und dem dann gegeneinander gehen und so. Ja, und das dann, wenn du dir die Inhalte von gewissen Rappern anhörst, so, dann ist das halt auch nicht irgendwie das Gelbe vom Ei. Wobei ich natürlich auch selber solche Musik höre. Ich bin halt auch älter, ich kann damit umgehen, ich kann das filtern. So, ich persönlich,
ich will ja auch nicht sagen, dass es nie kein Gangster-Rap oder sowas geben soll. Ich finde, das hat genauso die Daseinsberechtigung. Die Klar. Jungs sind von der Straße, denen geht's scheiße, die müssen hustlen und so weiter und dann schreiben die auch darüber. Ich finde nur, es ist sehr inflationär. Mhm. Also dieses ganze Gewalt, Sex, Drogen ist sehr inflationär, also überwiegt extrem. Also so, das ist wirklich, wenn du irgendwie den Hans oder den Murat auf der Straße fragst oder so, was cooler Rap ist, dann sagen beide irgendwie, ja, krass zu sein und irgendwie der Stärkste und ich und meine Freunde und wir machen euch platt und wir ficken euch alle und die Tracks zersägen und ficken die Deutschszene und ficken, rasieren, bumsen, heißt es so, all dieses Aggressive so. Das gehört mit zum Rap dazu, aber es hat für mich so krass die Überhand. Deswegen finde ich das nicht so cool und ich halte da ein bisschen dagegen. Verstehe ich auf jeden Fall. Was mich noch interessiert, du sagst auf deiner neuen EP, was sich in mir befindet, entspricht nicht zwingend einem Menschen. Was meinst du damit? Das ist so ein bisschen auch überspitzt ausgedrückt, deswegen sage ich, man soll nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Ja. Im Prinzip ist es einfach so, durch diese andere Wahrnehmung, die ich habe, wie jetzt beispielsweise auch mit der Synästhesie oder auch, wenn du mich jetzt privat kennen würdest, würdest du wissen, so, ich bin ein sehr verpeilter Mensch. Wir hatten vorher auch dieses Orientierungsthema, es geht ja vielen Leuten so, da wo man sich halt wirklich fragt, so, steht der überhaupt mitten im Leben? So, wie kann er überhaupt überleben, wenn er so ein verpeilter Mensch ist? Ne? So, das ist halt so ein bisschen so gemeint und halt auch auf dieses Texten, weil ich irgendwie merke und auch schon oft an mich herangetragen wurde, dass ich so ein bisschen was Eigenes mache oder ein Unikat bin, was eben nicht so viele Leute machen im Rap-Bereich, dass halt mich das halt nicht zwingend zu einem Menschen macht. Also so zu diesem typischen, okay, was halt einen Menschen ausmacht, so ein bisschen sowas von oben, weißt du, so, das ist halt einfach mal ein bisschen spielen mit diesem, mit so ein bisschen Boasten ist das auch so, ne? Auf dem gleichen Song heißt es auch, in den Anstalten sind teilweise Menschen, die hilfreich wären gegen Gewalten. Hm, genau. Ist auch überspitzt, oder? Nee, damit meine ich zum Beispiel, dass halt, wie man ja auch schon weiß aus der Geschichte, dass halt viele geniale Leute halt auch irgendwann wahnsinnig wurden so oder beziehungsweise als wahnsinnig klassifiziert wurden oder weggesperrt wurden halt in Heilanstalten, obwohl sie quasi gar nicht krank sind und vielleicht letzten Endes geniale Ideen hätten zur Verbesserung der Welt, also dass die Welt ein besserer Ort wird, aber einfach diese Ideen so weit hergeholt geklungen haben für gewisse Leute, die dafür verantwortlich sind, das durchzudrücken oder eben nicht, dass halt die Leute gesagt haben, die sind verrückt, das darf nicht sein. Oder halt einfach, einfach die Menschen vielleicht noch nicht bereit dafür gewesen wären und so. Und ich glaube, viele Leute sind psychisch krank, also die hier auf der Straße rumlaufen noch und dass halt viele Leute, die zum Beispiel in Heilanstalten sind, für psychisch Kranke, vielleicht gar nicht so ein großes psychisches Problem haben wie jetzt dein Nachbar oder sowas. Ne, also da sollte man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen. Ja. Und man kennt ja auch diesen Spruch, Genie und Wahnsinn liegen eng beieinander. So. Du erzählst auch, dass Interviewanfragen zurückgezogen wurden oder Interviews nicht rausgekommen sind, weil man, wenn man supporten würde, dann würde der Laden dicht gemacht werden. Das ist, das kann man so sehen, dass damit meine ich letzten Endes halt, dass die Medien meistens halt das aufgreifen, was halt eben gerade im Trend ist, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich verstehe halt zum Beispiel nicht, warum man das 50. 50 Cent Posting macht am Tag, statt mal irgendwie einen Newcomer mit reinzunehmen, halt einfach mal so ein bisschen Eier zu zeigen als Medium und zu sagen, okay, den hat jetzt nicht jeder auf dem Schirm, aber uns gefällt das, also bei uns in der Redaktion, wir feiern den, also geben wir ihm mal Aufmerksamkeit und ballern meinetwegen auch mal einmal in der Woche irgendwie, was er gepostet hat, was er gerappt hat oder irgendwie einen Free-Track oder irgendwie sowas. Und viele Medien ziehen sich halt auch zurück, zum Beispiel jetzt auf mich bezogen auch. Und ich bekomme das halt mit und habe das eben in diesem Weit-Weg-Track mal angesprochen. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass es eben die gewissen Medien hören und sich dann nochmal Gedanken drüber machen. Und früher war es halt noch so, dass halt Zeitschriften, damals war ja das mit Internet noch nicht so, halt noch mehr Eier hatten. So irgendwie, dann hast du meinetwegen in der Zeitschrift diesen Rapper noch nicht gekannt, hast durch diese Zeitschrift einen neuen Rapper entdeckt, weil die sich einfach getraut haben und das cool fanden und den gepusht haben. Und in einer wiederum anderen Zeitschrift oder Konkurrenzzeitschrift hast du dann aber einen anderen Newcomer gehabt und dann dadurch wieder einen neuen Rapper entdeckt. Heute hast du aber alle 5 Zeitschriften beispielsweise und jede Zeitschrift supportet dieselben Acts. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ist die Gleichschaltung nimmt auch extrem zu und es macht es halt auch schwerer für außergewöhnliche Leute von außerhalb, einfach mal eine Chance zu bekommen. Wobei man aber auch sagen muss, jede Medieninstitution muss ja auch von irgendwas leben und was Klicks bringt und was Seitenaufrufe bringt und so weiter, generiert ja dann auch wieder neue Leute und pipapo. Ich kann das auch nachvollziehen, warum das gemacht wird. Ich persönlich finde es halt nur ein bisschen schade, dass halt nicht mal irgendwelche Leute aus dem Untergrund mehr gepusht werden, weil ich auch finde, dass im Untergrund wesentlich krassere Talente schlummern,
als jetzt irgendwie die Leute, die teilweise aktuell in den Himmel gelobt werden. Es ist natürlich auch irgendwo Reizüberflutung so. Einfach, es kommen extrem viele Anfragen und extrem viel, yo, hör dir mal meinen Song an. Genau, ich bin ja nicht in der Position. Ja. Ich kann es ja nur von außen beurteilen. Aber wie gesagt, ich bin ja im Untergrund tätig, wenn man so möchte. Und viele Rapper da draußen, die jetzt halt irgendwie eine gewisse Art Hype haben oder irgendwie auf dem aufsteigenden Ast sind, so, werden im Untergrund ganz einfach zum Frühstück gegessen. Mhm. Das sind keine guten Rapper. Ich kann nur jedem empfehlen, buddelt auch mal ein bisschen im Untergrund, da findet ihr auch definitiv richtig krasse, richtig, richtig krasse Leute. Mhm. Damit ihr mal wisst, was wirklich Rap ist. Genau. Gilt aber nicht nur für Deutschland, gilt allgemein. Ich höre auch aus Amerika, John Murdoch zum Beispiel aus Amerika, ist ein krasser Underground-Rapper, hat 500 Klicks auf YouTube. Oder Lex Starwind, wen gibt es noch? Leroy Destroy, Label S. Also so, ich höre viele Sachen aus Amerika, auch aus dem Untergrund und so. Was ich eher ungewohnt fand von dir, war der Icarus Downtrack. Der kam mir schon fast so Distrack-mäßig rüber, im Gegensatz zu dem. Mhm. Aber zwar ja dann auch ohne Namen nennen. Aber was hat dich so sauer gemacht in dem Moment? Keine Ahnung, ich muss sagen, der Beat hat mich dazu angestachelt, ich hatte den ursprünglich auf einem anderen Beat schon geschrieben, der Track ist auch schon über ein Jahr alt, der Text davon, und dann habe ich diesen Beat von Keanu Beats gehört und dachte mir, da passt der endlich drauf, weil wir hatten von dem anderen Beat die Spuren nicht mehr und das war dann einer, wo ich es dann probiert habe drauf und da wollte ich den dann einfach mit draufpacken und auch mal eine neue Facette eben von mir zeigen. So neu ist die Facette aber gar nicht, weil ich war 7 Jahre lang Battle MC und erst später bin ich in diese Conscience-Richtung gekommen. Viele Leute sagen ja auch, ich wäre dieser verweichlichte Emo-Rapper oder irgendwie, oder dieser diepe Conscience-Rapper so. Das ist aber im Endeffekt Humbug, weil ich eigentlich mit Battle angefangen habe. Also ich habe schon länger gebattelt, als dass ich jetzt irgendwie deep rappe. Und jetzt habe ich mal gezeigt, so dass ich auch auf dieser technischen Skill-Ebene auch was drauf habe. Dass ich nicht nur immer dieses Weinerliche, so wenn man es jetzt mal überspitzt ausdrücken will. Ja, weinerlich würde ich nicht sagen. Ich sage nur so für die Hater so, weil Hater sagen so, das ist doch, dieser CR7Z ist doch dieser, wo kein Mensch versteht, wovon der redet und immer so traurig und irgendwas. Das sind halt Leute, die nur 3-4 Lieder von mir kennen. So. Aber von diesen 300 Liedern, die es von mir gibt, sind mit Sicherheit 60, 70, wo ich jetzt aufgenommen habe, voll auf die Schnauze. So. ABC zum Beispiel kann man sich mal anhören von mir, EXO. Solche Sachen hat. Kommt es für dich in Betracht, auch mal wieder sich auf eine Bühne oder in einen Kreis zu stellen, um zu battlen? Es gibt ja jetzt in Deutschland auch gerade mit Don't Let the Label Label You und Rap mal Mittwoch für sowas genau die richtige Plattform. Also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Ja. So, das Handwerk dazu wäre da, aber ich habe erstens keinen Bock irgendwie darauf, also auch zeitlich so. Ich bin momentan mehr in dieser Produktionsphase. Ich möchte so viel Output schaffen wie möglich auf CD und Digital-Release und bin halt dann auch während den Auftritten nebenbei sehr eingespannt. Es sind jetzt auch wieder zum neuen Jahr neue Sachen, neue Nebenprojekte im Hintergrund am Laufen, wo ich mich auch drum kümmern muss. Von daher, wenn ich mal irgendwie vielleicht ein halbes oder ein Dreivierteljahr absolute Ruhephase habe und einfach mal Bock drauf habe, es ist eigentlich wirklich nur so eine Bocksache, dann könnte ich mir schon vorstellen, mich vor irgendeinen Rapper zu stellen und dann gegen den zu rappen, genau. Aber ich habe jetzt da mich noch gar nicht reingefuchst oder irgendwie auch mit dem Gedanken nur gespielt. Ja, vielleicht als Denkanstoß, vielleicht kann man sich da mal demnächst... Mal gucken, wie gesagt, ich möchte es auf jeden Fall nicht ausschließen, so. Ja. Wäre auf jeden Fall mal witzig so, aber ich bin momentan nicht in der emotionalen Verfassung oder in der geistigen Verfassung jetzt mich da... Alles klar. Zwei Sachen von Icarus Down würde ich ganz gerne noch aufgreifen. Du sagst, gucken, ob Eminem neben dir auf der Bühne bestehen könnte. Wer könnte? Ich wäre mal gespannt, ob Eminem auf der Bühne das Wasser reichen könnte oder ob er daneben so aussieht, wie etwas verkehrt. Ja. Das ist halt dieses so, da sind wir wieder bei dem Thema. Wir können hier immer wunderschöne Kreise ziehen, merke ich gerade in dem Interview. Dass im Untergrund halt diese krassen Leute eben schlummern, weil es halt einfach zu viel Anspruch ist für die Masse. So, das sind halt diese Rap-Nerd-mäßigen Sachen, so, von denen ich jetzt rede. Und Eminem ist auch ein Rap-Nerd. So, und wenn es darum eben geht, halt frisst Eminem halt so gut wie jeden zum Frühstück. So, ne? Normal, genau, und das halt dann dieser überspitzte Vergleich eben so, wäre mal gespannt, ob ihr neben Eminem bestehen könntet. So, weil halt einfach das halt so eine Maxime ist, an der ich Rap messe. Halt eine sehr große, wenn nicht gar eine der größten. Oder die größte. Oder sogar die größte, genau, wo ich es dran messe. Und das ist halt einfach... daran sollten eigentlich Rapper erkennen, so wie weit sie momentan sind, so in ihrer Entwicklung. Und so ist das halt dann auch gemeint, wenn man den neben dich stellt, so dann weißt du ungefähr, wo du gerade stehst. So, ne? Was hast du schon abgedeckt? So, ne?
Ja, könntest du neben Eminem bestehen auf der Bühne? Ich denke mal nicht. Also Eminem ist ein Genie und wahnsinnig auch. In einer gewissen Hinsicht so. Wer weiß, vielleicht wäre er heute in der Heilanstalt, wenn er kein Rapper geworden wäre. Ne? So und nee, auf keinen Fall. Also wie gesagt, ich bin auch selber Fan, muss ich dazu sagen. Mhm. So, von daher möchte ich mich damit auch nicht auf ein Level stellen. Also das auch als deutscher Rapper geht das ja auch gar nicht so. Ja. Und deswegen, also dem Gebühr, der ist ja sowieso out of space, der findet sich ja in jedem Album nochmal neu, obwohl er das schon längst nicht mehr nötig hätte. So, er ist halt kein gleichgeschalteter Rapper. Er arbeitet nie nach diesem, das letzte Album hat so funktioniert, also mache ich das neue so, das letzte Album hat so funktioniert, also mache ich das wieder so. Er macht halt bei jedem Album was Neues und er setzt halt auch skillmäßig, obwohl er eigentlich wirklich schon die Messlatte so hoch gelegt hat, setzt immer er halt noch trotzdem nochmal einen drauf. Deswegen ist es auch Unsinn zu behaupten, Eminem ist nicht mehr irgendwie so gut wie früher oder so. Eminem ist anders als früher. Es gibt kein gut oder schlecht, es gibt nur ein anders. So, er macht jetzt was anderes. Er legt jetzt mehr den Fokus auf die Technik. Früher hat er mehr den Fokus aufs Herz und auf den Inhalt und so weiter gelegt. Und jetzt brettert er halt einfach technisch alles im Grund und Boden so. Dann noch eine letzte Sache auf deine Texte bezogen. Und zwar, in meiner geistigen Welt wandle ich als ein Karuna-Oktopus. Genau, Karuna heißt Mitgefühl, übersetzt. Und Oktopus hat ja mehrere Arme. Ja. Und ich habe ja vorher geschrieben, ich habe nur zwei Hände zum Schreiben. Und in meiner geistigen Welt walte ich als ein Karuna-Oktopus. Also, dass ich das, was in mir vorgeht, reichen quasi meine Hände gar nicht. Mhm. Deswegen ist es aus ist, glaube ich, aus Seraphim. Mhm. Sehr verstrickter, komplizierter Track. Da merkt man eben auch, dass ich, wenn ich zum Beispiel meine Texte eintippe, dass ich gar nicht alles erfassen, also alles aufs Blatt bringen kann, beziehungsweise in den Bildschirm bringen kann, was ich sagen möchte. Aber in meiner geistigen Welt sage ich es bereits. Ja. Deswegen ist dieses Spektrum, was ich habe, auch so unendlich. Also ich... Es ist schwer zu beschreiben und Mitgefühl bedeutet eben, dass hoffentlich durch diese Texte eben so viele Leute wie möglich erreicht werden, deswegen diese Oktopus-Metapher, dass ich halt eben die Arme ausstrecke durch eine Line, meinetwegen 8 Leute treffe, die aber jeweils was anderes damit assoziieren und Mitgefühl im Sinne von, dass ich sie verstehe, dass ich sie spiegel, dass sie sehen, dass sie nicht alleine sind. Alles klar, dann habe ich auf jeden Fall jetzt alle Textfragen, die ich hatte, abgearbeitet, ich habe alles verstanden. Schön. Du hast gerade schon gesagt, dass du in so einer Output-Phase bist. Was steht jetzt nach der Tour an? Erstmal Entspannung, wie immer, weil 23 Dates sind kein Pappenstiel. Also im Prinzip Weihnachten mit der Familie feiern. Ich freue mich wieder zu Hause zu sein, meine Eltern wiederzusehen. Dann Silvester vermutlich mit Freunden. Ich habe jetzt auch durch die Tour über 4 Wochen keinen einzigen Schluck Alkohol mehr angerührt, nichts anderes und so weiter. Und bin halt einfach komplett entschlackt und entgiftet und möchte das auch weiterbehalten und habe auch mir schon den Boden für mein neues Album geschaffen. Also den Beatpool habe ich jetzt wieder zu 80% und auch schon die Ideen dafür. Ich habe auch schon ein paar Texte im Tourbus geschrieben. Und ich denke mal, nächstes Jahr wird dann das neue Album kommen. Zumindest ist der Plan da, nächstes Jahr ein richtig gutes Album zu droppen. Mit neu getankter Energie, neuem Einfluss und so weiter, genau. Alles klar. Hermann, das war's von mir. Viel Spaß heute Abend noch auf der Bühne. Dankeschön. Berlin wird, wie man so schön sagt, zerfickt, oder? Ja. Alles klar. Sehr schön, dann sehen wir uns zum nächsten Album. Hat mich gefreut, Sino. Bis dann. Hat mich auch gefreut. Ciao. Dankeschön. Backspin TV, wir sind raus. This here is hip-hop. Word up. Stop looking, listen. Backspin.